Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Archetypische Entsprechung, Aszendent Waage, aber auch jeder Mensch da draußen ist jetzt gemeint. Ich habe jetzt extra den Aszendenten in der Waage dazu gewählt, weil das ist ja, ne, auch wie wir jetzt entsprechend zur Jahreszeit, wir gehen jetzt auf die, ne, das ist quasi wie so ein Scheideweg auch in diesem Tierkreismodell, ne, da ist die Tagesseite, da ist die Nachtseite oder wir gehen jetzt aufs Dunkle und der Mensch der, mit der Waage, wir sehen ja die Waagschalen rechts, links, ne, und der ist wie so ein Neutrum in der Mitte, auch die Natur hält jetzt kurz an, um einen objektiven Blick auf diesen Aspekt jetzt zu werfen, im Aszendenten in der Waage, auf diesen Menschen, in Bezug auch auf ein Geburtsmuster möchte ich das machen. Einfach nochmal um, ne, ich kann ja hier bei YouTube dir nur eine Idee davon geben, was es bringen kann. Ne? Also für jeden Menschen natürlich mit seinen Themen. Und wichtig ist immer, dass man darauf möglichst gar nicht in der Bewertung ist, wenn man da drauf guckt. Ja? Und das wäre jetzt natürlich entsprechend zur Waage auch dieses, ja, dieser Aspekt, wo sich das so anbietet. Und da habe ich auch ein spannendes Geburtsmuster, wo ich mit dir drauf gucken will, was schlussendlich auch ja, zumindest uns alle was angeht, wo jeder auch was mit anfangen kann. Dieser Mensch ist schon verstorben. Ne, aber das bietet sich da an. Also in der griechischen Antike wurde dieser Bereich des Himmels, wo die Waage drin ist, ne, den wir jetzt so als Waage kennen, der wurde damals noch als die Klauen des Skorpions, Scorpius, also das wird da immer noch so eingenommen und das wurde auch so bezeichnet. Ne, wann die Tierkreiszeichen jetzt tatsächlich, man munkelt, dass das erst in Rom passiert ist, ne, also zu den römischen Zeiten, aber in Griechenland hat ja der Ptolemäus, der hat ja den Almagest verfasst, ne? Die haben ja da auch schon in die Sterne geguckt, auch die Ägypter, die sagen immer alle Wunder wie alt, ne? Da gibt es ja auch in Ägypten in den Tempeln diese Tierkreisbilder, da, das haben die glaube ich nachher dran gemacht, also ich will ja nicht verschwören, aber die haben auch dahin geguckt, ja, aber mehr astronomisch, ne? Astrologisch, astronomisch unter anderen, ja, die hatten andere Beweggründe. Die mussten noch mehr mit der Natur oder vielleicht hat es auch komische Sachen gegeben von oben, dass ein Komet mal eingeschlagen ist oder wie auch immer. Ne? Die Mayas, die haben ja viel zu Venus geguckt, haben da auch richtig Kriege drüber geführt und so. Ne? Wir haben ja gar nicht so weit zurück Aufzeichnungen. Ne? Das ist, kann man dann nur erraten. Aber dieser Ptolemäus, der hat da dieses mathematische Modell draus gemacht mit dem Frühlingspunkt, was wir so heute auch noch kennen, die 30-Grad-Häuser, jedes Haus. Aber die Ist-Situation, die war übrigens auch zu römischen Zeiten nicht, auch schon nicht mehr so. Also die Waage, die Sonne geht erst in die Waage am 31. Oktober jetzt durch die Präzession über die Jahre. Ne? So. Und man sagt jetzt auch, dass, also der hellste, warum ist das so mit der Waage? Ne? Man sagt auch, dass diese Waage ist ja das einzige Bild oder Sternen, das ist ja eine Sterne, jedes Tierkreiszeichen hat ja, ist ja eine Konstellation von ganz vielen Sternen. Ich weiß nicht, die Waage hat, glaube ich, 41 Sterne oder so. Und die gehören noch nicht mal alle da rein. Eben weil man die sonst gar nicht sehen würde, die hat noch immer zwei Sterne vom Skorpion. Und zwar an der nördlichen und an der südlichen Klaue. Und einen Stern davon an der nördlichen Klaue, der schimmert auch so ein bisschen grün, den kann man sogar mit bloßem Auge erkennen. Und das sind aber die beiden hellsten, die anderen, also wenn die nicht noch von dem Skorpion da drin wäre, will ich sagen, dann würde man die auch heute immer noch nicht sehen, ne? Und die wurde jetzt, dieses Tierkreisbild, ja, dass man denkt, dass das bei den Römern erst eingeführt wurde, womöglich auch alle Tierkreisbilder, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ne? Vielleicht war es aber dann auch schon bei den Griechen, weil da steckt ja auch immer eine Mythologie dahinter, was es aber bei der Waage eben nicht tut. Das ist das einzige Sternbild, was ein unbelebtes Objekt darstellt. Hinter jedem anderen Tierkreiszeichen steckt ein Mythos, ne? Steckt so eine Geschichte dahinter. Ne? Also vermutlich werden die dann schon auch in Griechenland schon, weil es ja auch viel griechisch ist, ne?
Aber die Waage nicht. Und da vermutet man, dass die Römer das eingeführt haben. Und zwar haben sie dann der Jungfrau, die früher immer für, man sagt auch, hat man, sagt man auch Mutter Maria zum Beispiel zu, ist ja auch das M, ne? Eigentlich was Weibliches, obwohl die so statisch und strukturiert ist, habe ich auch im vorherigen Video schon mal was zugesagt, aber die Waage wurde da bei den Römern erst eingeführt und das fand ich so, ja, ganz lustig. Da wurde dann gesagt, das ist die, das Zeichen der Gerechtigkeit. Ja, und dann gibt es, dann habe ich dann noch so ein Bild gefunden, da steht hier der Abschied von Astraias, von den Hirten. Ich glaube, das hatte jetzt was damit zu tun, dass man jetzt der Jungfrau quasi die Gerechtigkeit weggenommen hat. Ne? Ja, und die Römer haben das wahrscheinlich aber nur so genannt, weil es da wohl eher um Steuereintreibung ging. Ne? So, gewusst wie. Jetzt haben wir so die Waage. Ne? Und Steuern auch. Und Steuern auch immer noch, genau. So, und jetzt haben wir hier das, die Radix, die Geburtsradix von diesem Menschen, wo ich jetzt mal mit dir drauf gucken wollte. Ne? Also der Aszendent ist ja immer, auch bei dir, weil das immer im ersten Haus stattfindet, ne, ist immer die Grenze zwischen dem ersten und dem zwölften Haus. Und so sieht man jetzt eben hier bei diesem Menschen, dreht sich jetzt alles um. Ne? Da ist alles auf der anderen Seite wie normalerweise bei Menschen. Ne? Es fängt halt auf der Nachtseite sozusagen an. Ne? Und der Aszendent steht immer für das Selbst, ne? Auch für den Bewusstseinsgrad. Wir haben ja alle nur 96% bis 97% unbewusste Seelen, Wesensanteile, Seelenwesensanteile. Mond spielt ja auch noch eine Rolle. Ne? Alle. Und dieser Mensch, ja, 100% unbewusst, ne? Da gibt es jemanden, der hat ein ästhetisches Empfinden wohl auch. Das ist ja die Venus, die männliche, luftige Venus. Ne, aber das steht jetzt der Aszendent auch so für die Umgebung, wie der Mensch sich selbst sieht oder auch wie er mit der Umgebung umgeht oder was auch seine Umgebung ausmacht, was ihn da so umgibt. Ne, und wie der Mensch eben halt darauf reagiert auch. Ne. Die Aktionen im Außen, das ist das, was uns am nächsten ist. Das ist im Aszendenten. Da haben wir mit fertig, sage ich ja immer. Ne? Also hat die Waage eben die Polarität komplett, also alle Lebensbühnen sind jetzt einmal umgedreht. Ne? Stehen komplett alle in der Polarität, alle. Ne? Und das ist ja selten. Ne? Das hast du eben nur in der AC-Waage. Und wir erinnern uns nochmal, das ist das einzige Sternbild des Tierkreises, das ein unbelebtes Objekt ist. Ist ja auch ganz spannend. Ne? Also so ist es dann auch. Ne? Also ja, dieser Mensch, der hat jetzt eben auch keinen Grund, also kein Gefühl für sich selbst. Der macht alles, also der guckt nur nach außen, der sucht das Schöne im Außen, Venus, ne, das Süße. Lass uns die Natur betrachten, die Natur hält auch kurz inne, wie der Mensch, der so da zwischen dem Waagschein steht. Die Früchte, die noch hängen, werden jetzt ganz süß, dann Wein zum Beispiel, wird dann auch geerntet, Wein gemacht. Dann die Blätter, die dann nochmal so ganz schön bunt werden, bevor sie dann abfallen, wo wir dann meinen, alles stirbt ab. Aber das wird ja wieder vorbereitet im Boden für das nächste Frühjahr. Ne? Und so kann man das jetzt auch betrachten. Ne? Und ja, das beschreibt auch so ein bisschen das Grundgefühl des Menschen. Wir gehen ja dann im nächsten Zeichen auch in diesem Monat, wo da ist jetzt heute Halloween, aber da ist ja auch so, wie heißt es hier, ist das Allerheiligen? Ich bin ja auch Ahnen, ne? Dass man an die Ahnen gedenkt und jetzt heute ist halt Halloween draus geworden. Ne? Mit Verstorbenen in Verbindung gehen, dann gehen die Leute auch und zünden Kerzen an auf dem Friedhof, immer nur an diesem Tag, kann man ja auch an anderen machen, aber gut. Ne? Ich gehe oft eine Kerze anstecken für meine Eltern noch oder wer mir da gerade so einfällt, ab und zu auch mal für mich, kannst du auch mal machen. Aber dieser Mensch hat jetzt kein gutes Bewusstsein für sich. Ne? Der hat keinen Bezug zu seinem Sein. Und er lernt sich, also er hat jetzt komplett in seinem Leben die Chance, sich über die Außenwelt zu erfahren. Das heißt, auch in Selbstreflexion zu gehen im besten Falle. So, jetzt ist es natürlich, kommt es auch immer darauf an, in was für eine Zeit ist dieser Mensch geboren
Und das sehen wir dann auch an dem Pluto, wo der steht. Der steht dann in den Zwillingen. Ne, das war damals, war das, das warte mal, das Ende 18. Jahrhundert, glaube ich, sowas. Ne? Also ist lange her. Und ja, was ist das für eine Zeit gewesen? Ne? Jetzt kommt da jemand auch mit so einem ästhetischen Venus, ne? Die süße Venus, alles schön und so. Ne? Dann kommt er hier in so eine Welt. Und dann hat er nach draußen geguckt und dann war das bestimmt auch nochmal doppelt blöd. Ne? Der fand das vielleicht, der hat das Schöne gesucht, ne? Aber da gab es vielleicht nicht viel Schönes zu finden. Ne? Und wenn der jetzt auch so ein schlechtes Gefühl für sich hat, da habe ich schon die 5 mit an das Fischehaus gemacht. Fische ist ja auch immer, das steht ja für Neptun. Ne? Und Neptun ist ja das Metaphysische, so dieses Vernebelte. Also dann hat er auch eine, dadurch, dass er sich ja selbst nicht kennt, jetzt weiß er nicht, wie soll er jetzt mit der Welt umgehen, der wird auch nicht so viel geredet haben, wahrscheinlich ist man ja noch klein, ist man ja noch jung, man kommt ja erstmal an. Und dann so Harmonie als Dauerzustand vielleicht auch, was aber keine Harmonie ist, sondern einfach nur aus einer Unsicherheit heraus, weil man nicht weiß, wer man selbst ist und weil man meint, man reagiert nur auf die Welt und man will es irgendwie richtig machen. Ne? So. Und dann kann das aber sein, dass dann im Laufe des Lebens, wenn dann so Situationen kommen, ne, andere Menschen merken das subtil jetzt auch, die meinen dann vielleicht, du bist unehrlich oder so, das hat auch dieses Fische, ne, wenn das, das 5. Haus, wie zeigt er sich jetzt von außen, da würde ich jetzt sagen in der Beratung, geh, werd Schauspieler oder leb dich aus in Künsten, Singer, was weiß ich, ne, was Künstlerisches zu machen. Ist auch die Venus mit bedient, ne? Weil diese sind oft Schauspieler, weil diese Menschen, wenn die dann beruflich eine Rolle spielen können, dann kommen die besser klar mit ihrer Unkonturiertheit im Leben, ne? Also das ist ja auch immer dieses Neptunische, kann ja auch entweder Selbsttäuschung oder die anderen Menschen, wenn die dann so reagieren auf einmal, das machen die auch subtil, ne? Die spüren das auch unbewusst nur. Und dann weiß dieser Mensch aber nicht, warum reagiert jetzt jemand so auf mich, weil er es einfach nicht weiß. Und dann kann es auch sein, so jemand zieht sich dann wieder zurück, ne, weil er nicht weiß und warum brüllt er mich jetzt an? Und das ist aber dann immer, verstehe die Sprache des Lebens. Ne. Das wird aber diesen Menschen zu dieser Zeit niemandem gesagt haben, ne. Also heute noch nicht mal. Ne. Diese Pluto-Geschichte, was da oben steht, da komme ich gleich nochmal drauf. Das ist ja eine Pluto-Neptun-Thematik. Ne? Die haben wir übrigens heute als Gesellschaft auch. Ne? Sage ich nur mal kurz. Ist ja auch ein kollektives Thema. Ne? Da steht jetzt der Neptun dran. Das ist da jetzt. Ne? Aber haben wir heute auch. Ne? Sowas. So, der, jetzt haben wir hier die Sonne in der, im Stier, ja, im 8. Haus. Und das ist auch weit weg. Das ist die Lebensbühne, wo du die Chance hast, auch du, durch Dinge, die dir im Leben passieren, in Kontakt zu kommen mit deinen unbewussten Themen. Das funktioniert aber nur, wenn du das merkst. Ne? Und das sind dann immer die Sachen, die dich triggern. Was dich trifft, betrifft dich auch. Und wenn jetzt hier so eine AC-Waage, der sucht ja nicht nur das Schöne im Leben und je weniger er das findet, umso mehr wird er auch das bewerten, was im Außen ist. Ne? Und das hat auch noch mal was mit dem Wertehaus dann auch noch zu tun. Da kommen wir gleich noch drauf. Ne? Die Sonne im Stier. Ne, jetzt will ich dir nur sagen, wenn wir jetzt nur gucken würden auf den Aszendenten, jetzt haben wir eine Sonne im Stier, das ist auch wieder eine Venus-Thematik. Das ist aber die erdige, weibliche Venus. Aber hier haben wir eine schöne Venus und hier haben wir eine gemütliche Venus. Erstmal zum Sonnenauftrag hin. Und wenn ich da jetzt nicht weiß und ich mache das nur an diesem Dingen fest, da habe ich noch gar nichts gesehen von mir. Und das meine ich. Ne? Und das ist bei uns allen so. Also ein Geburtsmuster spricht eine wesentlich umfassendere Sprache. Und deswegen mache ich das hier nochmal wieder zwischendurch, damit du das auch siehst, ne? Weil das kann ich hier sonst nicht bedienen, auch nicht für dich. Und du solltest dir auch nicht nur aus Teilaspekten irgendwas da rausziehen. Ne? Und das ist schon eine Philosophie, also da muss man schon auch viel lernen, um das aufzuschlüsseln. Da wäre ich auch immer vorsichtig, bevor, ne? Manche Menschen, die identifizieren sich wunderbar und dann sind sie gar nicht richtig. Ne? Da wäre ich wirklich auch selbst vorsichtig. Da kann ich nur zur Achtsamkeit raten. Denn ich sehe ja viel, dass jetzt auch so Kurse, ne? Dann wollen Astrologen schnelles Geld verdienen. Ja,
auch nicht jeder Astrologe ist gut. Ne? So, jetzt haben wir hier doppelte Venus. Ne? Also im Aszendenten haben wir eine Venus, allerdings die luftige, männliche. Dann haben wir im Stier die erdige, weibliche. Was wir jetzt hier auch noch haben, ich muss mal gucken, habe ich da... Ach so, machen wir erstmal das. Oder? Warte mal. Ja, machen wir erstmal das. Jetzt haben wir hier... Ich gucke ja immer ganz gerne dann auf den Mond. Das ist ja dann auch ganz viel, da bringst du auch was von der Seele noch mit aus letzten Leben und dann auch ganz diese ganzen unbewussten Sachen. Ne? Dieses 96%, auch das Mond ist ja auch immer Mutter, ne? Hier pränatal. Ne? Was hat dieses Kind jetzt hier, dieser Mensch, als der in der Mutti noch war? Im pränatalen Zustand wird der eine unsichere Gefühl, hat der vermittelt bekommen. Die Mutter, die erstmal zu der Zeit vielleicht Unsicherheit im Außen, unsichere Welt oder so, ne? Wenig Geld vielleicht auch, vielleicht jung die Mutter auch, vielleicht auch ungewollt schwanger geworden, vielleicht Angst gehabt, dass sie das nicht schafft, so wie mache ich das mit dem Kind, ne? Und das hat er alles schon vermittelt bekommen, diese Person hier, ne? Oder die. Und dann ist es auch so, dass man dann mit dieser Mond-Steinbock-Thematik, das ist ja jetzt Mond im Steinbock, und wir sehen, das ist ein eingeschlossenes Haus, deswegen habe ich da einen Schlüssel dran gemacht. Das ist nicht definiert als Haus, das ist eingeschlossen da drin. Das heißt, da ist noch mal mehr unbewusst. Und jetzt die längste Achse dazu, der Mond hat ja seine Entsprechung immer zum Krebs. Wasser, Mond, Wasser, das nährende Wasser. Und das steht gegenüber und es ist auch ein eingeschlossenes Haus. Ne? Und das steht im 9. Haus. Das hat einen Bezug zum, warte mal, steht das überhaupt im 9.? Doch, es wäre das 9. Haus, aber es gehört ja auch irgendwo mit zum 10. Haus, weil es eben eingeschlossen ist. So mache ich das dann immer. Ne? Das kann man ja nicht einfach weglassen. Aber da ist ein großes eine große Transformationsmöglichkeit, ne? Wenn wir jetzt sagen, das würde jetzt zum 9. Haus mitgehören, dann ist es aber eingeschlossen. Und dieser Mensch hat ja eh schon kein Gefühl für sich. Und der wird auch schwer haben, wenn ich zu mir kein Gefühl habe, wie soll ich in der Welt Gefühl aufbauen? Ne? So, und dann auch nochmal die Zeit, wann lebt dieser Mensch? Ne? Das wollte ich dir sagen. Und so, denn jetzt hat er diese Thematik, das ist auch so ein Liebe gegen Leistung Thema, der wird zu Hause auch, der Vater steht für die Sonne, der ist im Stier, der wird da sein, da wollte der, dass das Kind da so in seine Fußstapfen oder nach seinen Vorstellungen vielleicht sich auch entwickelt. Und dann steht noch der Merkur da dran, da wird es auch viel Papa gegeben haben, ne? Vielleicht Streitereien oder so, ne? Wenn das Kind das dann nicht so will vielleicht oder so, ne? Und das kann man schon so sagen, ne? Und dann die Mutter, das ist nichts Kuscheliges. Ne? Da ging es mehr um, wenn das Kind zu Hause Funktionen des Alltags, vielleicht auch schon früh selbstständig, das ist nicht unbedingt jetzt hier, auch wenn der Aszendent sehr unbewusst ist. Das heißt aber nicht, dass man eine kindliche Seele da jetzt hat, die da auf die Welt kommt. Und schon gar nicht mit dem Jupiter an den Mond. Ne? Das ist, der fällt aus so einem Philosophenparadieshimmel. So, wo die Hafen irgendwie so, ne? Und dann fällt er zu dieser Zeit in diese Welt, ne? Das muss man auch so sehen. Und was wollte ich jetzt sagen? Dann ist es so, dass auch, wenn der oder die was geleistet hat, dann wurde das gelobt. Und dann wird das schnell natürlich von so einem Kind falsch verstanden. Ich werde geliebt, wenn ich was leiste. Und mit dieser Anlage hat dieser Mensch das sowieso in der Außenwelt, wenn er das nie gelernt hat, dann konnten die noch so viel leisten. Also da musste dann erstmal jemand kommen, der überhaupt so diese Liebe verdient hat, sozusagen. Also wenn überhaupt dieser Mensch überhaupt eine Ahnung hatte von Liebe dann erstmal. Auch durch die Prägung dann natürlich, ne? Das will ich damit sagen. So, dann gucken wir mal weiter. Jetzt hat er sein Mondhaus, was er seinem Mond entspricht, da hat er den Wassermann drin stehen, den Uranus. Und der steht auch noch bei ihm im Aszendenten. So, und jetzt sehen wir schon, das ist ja mehr so eine Wassermann, das hat auch nichts mit Gefühl zu tun. Der Wassermann steht für intellektuell, Technologie, vielleicht auch Fortschritt. Dann fühlt er sich wohl in der Welt, da geht es auch nicht um Kuscheln oder so.
Ne? Und wenn jetzt eine Mutter zum Beispiel ihren Mond im Wassermann hat oder auch so eine Thematik, dann ist es auch erstmal wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt ein Kinderwunsch. Ne? Könnte sein, muss auch dann nicht. Und wenn, dann wird diese Mutter auch eher so die Freundin sein von dem Kind. Ne? Eine freundschaftliche, das ist ein anderes Muttersein. Ne? Und das ist auch in Ordnung. Da ist auch wie so ein, dieser Mensch hat sowieso eine Zerrissenheit. Ne? Der hat auch jetzt zum Beispiel, warte mal, gehen wir mal erstmal hier weiter. So, das habe ich hier, ach so, der Schütze, also der Jupiter, der da an dem Mond steht, der hat ja seine Entsprechung zum Schützen. Das ist der Herrscherplanet von Schütze. Und jetzt sehen wir hier genau das. Im dritten Haus, das steht ja für Kommunikation, das ist ja das Zuhausehaus vom Zwilling und der steht nämlich genau im Schützehaus. Da sehen wir das, ne? Dieser Wechsel. Und das ist das Jupiterhaus. Und jetzt hat der im Wärterhaus auch noch den Skorpion und das ist ja das fixe Wasser. Und da sagt man immer so, fixe Vorstellungen, ne? Leitbild orientiert, auch Macht, ne? Also subtiles Beeinflussen vom Menschen. Tu, ja, ich tue mal so, ich bin nett, aber eigentlich so hintenrum. Ne? Und das ist aber auch so, eine Macht ist ja nicht immer unbedingt negativ, aber das schwingt da schon auch so mit. Und mit diesem Mond, auch mit Jupitermond diesen Geburtsmond und diesen Philosophen Jupitermond in diese Welt gefallen, dann auch noch mit einer AC-Waage. Ich will eigentlich alles schön, die süße Venus und so weiter. Und dann habe ich auch noch so eine Vorstellungswelt da in meinem Wärterhaus. Ja, das ist erstmal als Kind ist das sehr herausfordernd, aber wenn ich da freie Fahrt habe, dann wird dieser Mensch wahrscheinlich da schon auch gucken. Ne? Der wird auch gut reden können mit dem im dritten Haus, mit dem Schützen. Ne? Der wird nicht in jungen Jahren viel geredet haben, aber wenn der sich dann mal finden würde im Leben und dadurch, dass der sich nur über außen definiert, kann der auch nachahmen. Also der kann gucken, wie machen das andere und so, weil ne, der sucht ja für sich eine Rolle, die er spielen kann, weil er ja keinen Bezug zu sich hat. Und deswegen sagt man immer, mach Schauspieler oder so, dann hast du Zeit für dich im Leben. So findet man sich das dann. Das klingt so paradox, aber so funktioniert das, wie so eine um die Kurve. Ne? Ja, das macht es ja auch so spannend. Ne? So, jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt habe ich hier oben schon mal so einen Kompass hingemacht, da sage ich gleich was zu. Denn in diesem neunten Haus, ne, wo ja der Jupiter sonst das Zuhause vom Jupiter, vom Schützen, da steht eben der Pluto, der ja auch für ein ganzes Kollektiv steht, ein Generationsplanet und ein Neptun. Ne? Und das haben wir übrigens heute auch, also heute, diesen Aspekt, den lese ich gleich dir vor, den habe ich nämlich extra notiert, weil den muss man schon richtig, nicht, dass ich da mich nicht richtig ausdrücke, weil wir haben den heute für uns auch, der gilt auch für uns im Kollektiv. Ne? Und hier hat dieser Mensch das so aber auch in seiner Geburtsradix. So, das ist wie so ein übergeordneter Sinn nochmal im Leben. Und also der persönliche Sinn ist ja das Berufungshaus und da gehört nicht nur der Beruf zu, sondern dein ganzes Leben ist deine Berufung. Und funktioniert es im einen Haus nicht oder in zwei Häusern nicht so, das ist ein ganzheitliches Modell. Ne? Genauso wie man es ganzheitlich betrachten muss und nicht nur an einem Aspekt jetzt sagen, ach, du bist eine Sonne im Stier, es ist ja heute immer noch so, dass die Menschen, da bist ja noch lange nicht. Ne? So. Und auch hier, ne, sieht man, was da alles mitspielt. Also da sind wir erstmal weit entfernt von diesem ganzen Venusischen, was wir da nur im Grund sehen an zwei Aspekten. Und da gucken noch nicht mal als Menschen sogar drauf. Ne? Das meine ich nur. So, jetzt hat er seine Finalität. In diesem Berufungshaus hat er den Löwen stehen. Und dann steht noch der Hüter der Schwelle da drin, aus dem eingeschlossenen Haus, der Saturn, der kommt ja immer wieder vorbei. Ne? Und der steht auch noch in seinem Zuhausehaus, weil Steinbock ist im 10. Haus zu Hause. Ne? Der steht auch noch in seinem Zuhausehaus. Da will was. Und Löwe ist ja schon auch maßgeblich zu werden, ne? Für andere. Ne? Oder auf jeden Fall
ne, da will was Löwiges, ne, also etwas für andere Menschen zu tun, ne, und so weiter. Ne. Also da ist es aber nun auch so, dass wenn der jetzt da den Löwen hat in der Berufung, dann würde das jetzt grob erstmal ganz lang heißen, dann lass dich wieder auf das Leben ein, auf die Herausforderungen auch. Der wird erstmal so nicht gekommen sein. Der wird wahrscheinlich bis zu seiner Jugend, der wird erstmal gesucht haben, was will ich jetzt? Der hat ein Schönheitsempfinden, vielleicht was Künstlerisches mit seinem Philosophenschützenmond da und dann auch so, wie er redet und dann mit seinen Vorstellungen, wenn er noch gar nicht weiß, hat er vielleicht irgendwie eine Idee, aber dann wollte der Vater wahrscheinlich noch immer da irgendwie von diesem Menschen jetzt noch, dass der das so machen sollte, dann muss er da wahrscheinlich noch kämpfen, weil der Merkur ja auch an der Sonne steht, ne? Da wird schon ordentlich auch Bambule gewesen sein und dann muss er erstmal, wenn er das alles los ist, dann muss er erstmal gucken, ja, was will ich denn jetzt? Ne? Und dann auch in dieser Zeit, wie gesagt. Ne? Und dann auch noch immer im Außen am Gucken und vielleicht noch am Bewerten, wie verrückt mit diese Welt, ne? Weil sie ja nicht so ist, wie man sich das vorstellt, weil man wird sehr schön. Man kommt ja aus dem Philosophenparadies, so ungefähr. Ne? So, ne? Wo bin ich hier gelandet? Genau. Und jetzt geht es aber darum, dass dieser Mensch eben lernt, hier wieder anzukommen, dass er sich einfach fein macht mit dieser Welt und dass er erstmal das macht, was ansteht. Und gar nicht hier meint, es müsste irgendwie und gar nicht in der Bewertung ist, sondern erstmal guckt, dass er sich mal findet. Aber das hat eben da keiner gesagt, natürlich wahrscheinlich nicht. Ne? Also hier ist es auch so, dass dieser Mensch dann auch so eine Zerrissenheit eben zwischen diesem Ideal und der Wirklichkeit sowieso auch schon mitbringt, ja. Und das Ideal ist eben das, was er dann möchte und die Wirklichkeit ist eben das, was das Leben vermittelt. Und wenn jetzt jemand mit der AC-Waage kommt und je weniger der auf seinem Weg ist, umso lauter ist die Welt von außen. Und dann wird es ganz schlimm für denjenigen, ne. So, und jetzt muss man mal überlegen, zu welcher Zeit der auch noch geboren ist. Ne? Also letzteres gilt es zu akzeptieren im Laufe des Lebens, am besten irgendwann. Ne? Und das geht natürlich dann auch, also das Leben eben so zu nehmen und so zu ergreifen, wie es ist, auch mit Akzeptanz. Und dann würde das jetzt gut gehen über das Gefühl in dem Krebs mit dem Mond, wo auch ein eingeschlossenes Haus ist, das was ich eben meinte. Dass das mal verwässert, also das, weil diese ganzen Glaubenssätze hier so Wasser drauf und dann kannst du mal alles aufweichen, ne? So könnte man sagen. Ne? So, und jetzt hat der Saturn, wenn der da drin steht als Planet, hat der jetzt auch noch, so jetzt wird das eine ganz runde Geschichte hier, aber ganz anders als wie, oh ja, Venus hier, Venus, Sonne da, ne? Jetzt hat der da noch den Bezug zu dieser absoluten Polarität Mars-Venus. Ne? Das ist ja der Dauerzustand, auch in der Sonnenthematik. Ne? Da ist schon immer auch nochmal ein Kampf, ein innerlicher. Ne? Da denkt man so, eieiei, wenn so eine Seele dann im Kosmos, die wertet ja nicht, die will ja nur was erfahren, die will auf jeden Fall was erfahren, denkt man da. Ich denke das, wenn ich das sehe. Ne, da brauche ich hier noch einen Mars, da rücke ich mir da noch was hin, dass es so richtig ungemütlich wird oder so. Ne? Und das macht es so schön. Irgendwie, dann kann man auch schon fast schon wieder schmunzeln. Ne? Naja, ob da noch so viele dann geschmunzelt haben. So, jetzt, ich verrate noch nichts. Also, jetzt gehen wir mal, warte mal jetzt. Ach, ich wollte dir noch jetzt zu dem Kompass. Ne? Also, diese Neptun Pluto-Konjunktion. Das ist ja auch was, was uns heute auch angeht. Deswegen habe ich auch dieses Muster genommen. Erstmal A, das wirst du auch nachher merken, das geht doppelt uns an. Ja? Und aber das geht auch diese Gesellschaft jetzt an, weil Pluto ist ja auch immer, ne? Und wenn Pluto jetzt mit Neptun, also das ist wie so ein übergeordneter Sinn. Und da geht es jetzt eben darum, dass es geht um den Sinn dieser Thematik. Also was will da jetzt mit geschehen? Das ist die Wiedergeburt der Sinnsuche überhaupt erstmal. Dass man auf die, das ist ja das, was ich dir hier sagen will. Du solltest nach deinem Sinn suchen oder wir alle. Weil sonst hätten wir so eine Welt nicht da draußen. Ne? So, und die Welt war da auch ähnlich. Ne? Algorithmus, metrisch, ne?
Also die Wiedergeburt der Sinnsuche ist hier. Ne? Hier ist wirklich jetzt sich von diesen einseitigen, und das haben wir heute genauso. Ne? Jeder einzelne Mensch, nicht nur dieser hier, das haben wir heute zum Beispiel auch im Kollektiv, diese einseitig geschönten Bilder vielleicht davon sich zu befreien und den Aspekt Gottes eben in seiner Ganzheit auch sich mit dem Göttlichen zu sehen. Und auch das zu suchen. Ne? Und diese Konstellation umfasste, jetzt kommt es, 1943 schließlich, ne? Der ist ja hier, die Person ist ja früher schon geboren, aber dann auch damals schon, eine ganze Generation bis zum Ende des Jahrhunderts. Ab 1943. Ne? Und das Ding ist, mit diesem Aspekt ist man eben geprägt dadurch den Kampf auch der inneren Wirklichkeit. Das besagt jetzt Pluto Neptun erstmal so. Ne? Da ist mit dem Ideal und der Wirklichkeit, also die Vorstellungen, die man hat, also die man sich über die Wirklichkeit macht, haben aber nichts mit der Realität zu tun. Also die Ideale sind da aber auch der Hebel, mit dem jeder Einzelne natürlich auch, so auch dieser Mensch hier, der Hebel, der die Welt eben aus den Angeln heben kann. Die Frage ist dann immer nur, wo die Welt dann landet, eben in der Hölle oder im Himmel. Und das gilt für uns heute auch. Ne? Und wo wir hier gelandet sind, das sehen wir. Ne? Deswegen, ich versuche es ja immer wieder, über alle Wege, ne? Jetzt über die AC-Waage. Genau, also dieser Aspekt fordert eben die ganze Wahrheit, dass die ans Licht kommt und das kommt die auch für uns gerade, ne? Und hier aber auch im persönlichen Rahmen dann. Ne? Vorbei sind eben die Lektionen, in denen der Mensch das Dunkle nur nach außen hin projiziert, AC Waage, also die anderen sind schuld und die sind alle doof und ich will es aber so, ne? Und um dann eben die eigene Schattenseite da eben nicht mehr sehen zu müssen, man will dann eben halt auch nicht irgendwie reingucken, wer macht das dann auch schon gerne, ne? Und wenn jetzt dieser Mensch da sowieso auch im Laufe des Lebens vielleicht gar nicht, wer weiß, wie viele Menschen da mitgemacht haben, dass der da auch in diese Situation überhaupt nicht reingekommen ist, um zu reflektieren, dass er mit seinen Schatten konfrontiert wurde. Ne? So, und das ist dann eben so ein symbolischer Kampf des Ringens um Licht und Schatten, könnte man sagen, in diesem Geburtsmuster. Also sowieso schon in dem ganzen Geburtsmuster, nicht nur in diesem Aspekt. So, und jetzt ist dieser Mensch gestorben. Und am Tage seines Todes, ja, da wollte ich mal mit dir auf das Transitgeschehen gucken. So, jetzt ist der Saturn, der ja da schon nicht ganz unwesentlich ist, im Transit oben in dem Krebshaus, was ja auch ein eingeschlossenes Haus ist, wie ich eben sagte, auch nicht ganz unwesentlich ist. Und der schiebt jetzt hier eine Opposition zu gegenüber zu dem Konjunktion, Mond, Jupiter. Ne? Also das ist eine Spannung. Ne? Und da kommt auf jeden Fall, diese Spannung kommt bei diesem Menschen, entweder sie passiert jetzt bei ihm, dass er sie, in den meisten Fällen kommt es von außen mit der Opposition. Ne? Aber hier würde ich jetzt sagen, weil das sehen wir gleich, also das macht jetzt eine Initialzündung. Wenn es jetzt von außen gekommen ist, dann muss das ganz vielleicht relativ schnell jetzt, dass es dann zur Eigenbetrachtung ging. Und zwar über das Gefühl. Wir sprechen hier den Mond, den Jupiter in zwei eingeschlossenen Häusern an. Hier gibt es einen Crashkurs im Fühlen. Ja? Für jemanden, der sich überhaupt nie fühlen konnte und das auch nie getan hat, wahrscheinlich groß, oder sich dagegen gewehrt hat mit allen Händen und Füßen. Und auch zerrissen war. Also dieser Kampf auch innerlich, das war das, was ich gesagt habe, mit dem Löwen in der Finalität, wo ja auch der Saturn drinsteht. Ne? So, jetzt hat er aber einen konstruktiven Aspekt, also positiv, einen Trigon, der Mond zum Saturn. Also es hebt sich irgendwo wieder auf, könnte man sagen. Ne? So, und jetzt, ne? Und Jupiter, das ist dieser ganze Konjunktion, ist ja quasi auch mit diesem Bereich angesprochen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Dann hat der Jupiter im Transit, der ja da unten auch bei dem Mond steht, zur Geburt, der steht jetzt im Transit da bei der Jungfrau, das ist das 11. Haus, das hat immer was mit der Außenwelt zu tun. Das heißt, er wird jetzt
Quasi, das ist der Dienst, den du machst an die Außenwelt, oder da kommt dir etwas entgegen, was du am besten erkennst irgendwann mal. Ne? Das klatscht dich dann aber auch schon, wenn du da vor deinem 10. Haus jedes Jahr immer wieder stirb und werde im Pluto wieder was erkannt hast, ne? Dann ruft es dich da. So, und da steht jetzt der Jupiter drin, in diesem Haus, mit der Jungfrau auch. Ne? Da geht es ja auch darum, mal Struktur, mal mich selbst, vielleicht auch Analyse, ne? Nicht nur das Außen, auch mich selbst, sonst macht es das Außen oder so. Ne? So, der Jupiter hat aber jetzt einen konstruktiven, also auch zwei Trigone, und zwar einmal zu der Konjunktion Mars-Venus in seinem Sonnehaus, von diesem Menschen, ne? Im Sonnehaus, und dann auch noch zur Sonne, die aber im Transit jetzt in seinem Sonnenhaus auch noch steht. Das ist ja die Auftragssituation. Ne? Das ist der Tag des Todes. Das ist die Auftragssituation. Und das macht das Ganze so spannend. Ne? Ich hoffe, du verstehst meine Begeisterung. Ne? Sonst immer gerne fragen. So, und jetzt, genau. Und die Sonne hat ja dann wiederum da wieder auch einen Aspekt. Ne? Das ganze Ding, das ist wie eine Initialzündung. So, und jetzt auch noch, jetzt ist ja auch noch der Uranus, ah, warte mal, nee, das ist der Merkur, ne? Ich kann das nicht so gut sehen. Merkur, Venus steht dann auch noch in diesem Widerhaus, das heißt auch an dem Mars, nochmal so wie so eine, mit dem Uranus, das hat ja auch, das ist eine Opposition, und zwar, das kommt in die Dynamik, also das wäre wie Gonzo, der auf der Bühne sitzt. Und das triggert ja genau auch eine Konjunktion. Und dann auch noch in diesem Widder, ne? In diesem Marsischen sowieso, und dann noch mit Dynamit, mit Uranus, der Geburts-Uranus. Denn er hat ja den Transit-Uranus, und jetzt kommt's, mehr geht nicht, mehr geht nicht. Und das macht es, das kann man sich nicht ausdenken, ja? Und dieser Typ, der ist an diesem, oder diese, ne, Person ist an diesem Tag gestorben. Der Uranus steht genau an diesem Aspekt Pluto-Neptun, und der Neptun-Transit, der gegenüber steht in dem, auch da bei der Waage im 12. Haus allerdings, in dem unbewussten Waage Haus 12, geht rüber zu diesem Aspekt der Neptun. Das heißt, die Hebel, wo wird die Welt dann landen, ne? Oder die kleine oder die große, ne? Ja. Ich hoffe, ich habe dir jetzt alles Fantastische hier drin gesagt, bevor ich es jetzt auflöse. Vielleicht kannst du es dir auch schon denken. Ich mache es. Ah ja, das habe ich noch nicht gesagt. Das habe ich gesagt mit Neptun. Genau, nee, das habe ich alles gesagt, ne? Ja, habe ich alles gesagt. Dann kann ich jetzt auflösen. Na, weißt du schon, wer es ist? Ich will nur sagen, Adolf. Ne? So, und jetzt mal der Seelenauftrag, der ist erfüllt. Ob wir das gut finden oder ob er das jetzt als Mensch dann am Ende vielleicht noch selber vielleicht auch nicht so gut, das hat ja eine Wertung. Aber der Seelenauftrag, der ist erfüllt. So oder so. Und man redet jetzt zum Beispiel den Deutschen, das macht hat die Merkel auch immer gerne, also das kennen wir ja alle heute immer noch. Ich habe mir den Schuh nie angezogen, aber die Merkel, das war immer der letzte Joker, den sie aus der Tasche stand, sie da mit ihrem Dreieck. Ne? Wir haben doch die Schuld, auch noch einer hinter der Mauer weg. Ne? Also Entschuldige, dass ich das so sage, aber das ist, da habe ich auch, da hatte die bei mir ganz verloren auch übrigens. Das war wie das erste Mal mit den Flüchtlingen, das war aber noch nicht zu Corona, aber ne, immer wiederholte die das raus, ne? Auch immer diese Schuld einreden. Und hier muss man ganz klar sagen, diese Kollektiv hat ja genau diesen Aspekt auch gehabt, dann hinterher ab 43. Und der Hitler, der hat ja, also meine Oma zum Beispiel, ich habe das schon mal erzählt, die hat auch hinterher immer, wieso, uns ging es doch gut. Weil, du musst mal überlegen, und das meine ich, wir haben das in der heutigen Zeit zu Corona. Wir haben heute immer gesagt, also ich habe ja auch zu meiner, früher, ich bin ja auch doktriniert, wie habt ihr es nicht gemerkt und so, ne? Heute würde uns das nicht mehr passieren. Wie viele Menschen sind da zu dieser Spikung gerannt und haben überhaupt nichts mitgekriegt? Obwohl wir Internet haben und so.
Die haben ja noch nicht mal was mitgekriegt. Ne? Und dann haben die natürlich einen Menschen, dadurch, dass dann hat er sich das mit der Propaganda genommen, dann kam seine Sprache, Schütze in drei, der hat ja, wenn der geredet hat, da waren die ja alle wie elektrisiert. Ne? Und das hat er sich zu eigen gemacht. Der hat sich das abgeguckt, weil das habe ich nämlich gelesen. Da hat er sich nämlich über die Propaganda erst nur aufgeregt. Der war ja, wie gesagt, ich sage das nicht umsonst. Der hat sich das im Grunde abgeguckt. Und alles, was der im Grunde, ob der jetzt unbedingt so Deutschland retten wollte, der wollte einfach nur seinen Frust auf diese Welt und der wollte es den Leuten zeigen. Und da hat keiner mit gerechnet. Da hat keiner mit gerechnet, auch ein Churchill nicht und so. So, und dann, wie die das gemerkt haben, der hat doch auch das eigene Geld, der autonom. Hat er sich ja gemacht. Ne? Und bevor der gegangen ist, dann hat er ja noch seinen Frust rausgelassen, wenn die Deutschen zu blöde sind. Vielleicht hat er für einen kurzen Moment ja auch mal gemerkt, dass er ja hätte auch was dafür tun können, so, ne? Und auch, dann hat er noch prophezeit und das hat er aber vorher, jetzt ist Deutschland verloren. Ne? Und das ist genau das. Das hat er hier damals schon prophezeit. Und im Grunde ist genau das, was war das. Also wie gesagt, ich habe ja das Buch gelesen. Alles, was heute noch jetzt, was ich auch ganz schlimm finde, ne, diese Mächte und so, ne, das hat er alles damals schon gewusst. Ne? Und der war dann eigentlich zu gut, dass er sich eigentlich, der hat ja auch mit dem Engländer keinen Krieg. Churchill hat das ja, der hat ja mal Friedensangebote gemacht. Das weiß im Mainstream gar keiner. Ne? Das ist aber so. Ne? Ich will den jetzt nicht gut reden. Ich will den nur sagen. So oder so. Es geht hier nicht darum, ihr andere zu bewerten. Man kann hier auf jeden Fall an diesem Muster sehen, okay, so oder so. AC Waage. Und der hat sein Ding auf jeden Fall gerockt. Und da haben ihm auch andere eine Möglichkeit zugegeben. Da gehören immer alle dazu. Und wir brauchen heute da gar keine Schuld mehr, uns für einreden zu lassen. Das will ich nur mal sagen. Es geht sowieso generell gar nicht um Schuld. Nie. Ne? Da gehören immer alle dazu. Und deswegen erzähle ich dir das. Bist du deutsch? Hör auf, dir das einreden zu lassen. Ne? In diesem Sinne. Ich hoffe, ja, du hattest Freude, du hast das gut verstanden, auch mit einer AC Waage. Wisse, bei dir geht es auch immer um, ne, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht so eins haben, aber wisse, dass es da viel mehr hinten dran hängt. Gerade du, der nicht weiß, wer er ist. Ne? Also, demnächst Sonne, Waage und dann wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin, Aho.